Hallo Leute, ich wollte euch nur dieses Datum hier näher bringen und merkt euch dieses Datum, 10. November 1933. Das ist die Luther-Eiche, die vor über 450 Jahren am 1933 gepflanzt wurde. Am 20.01.2024 finden deutschlandweit Demonstrationen für das humanistische Menschenbild unseres Grundgesetzes statt. Und das ist auch ein Beitrag, der in diesen Bereich reinstrahlt, weil 1933, das ist die Zeit, als die Nationalsozialisten nach vorne gekommen sind, da hätte man nicht nur ein christliches Lippenbekenntnis pflanzen dürfen, sondern man hätte christliche Werte leben müssen, damit die Nationalsozialisten nicht an die Macht kommen und nicht den Holocaust und den Krieg beginnen und durchführen. Und das passt halt ganz gut zu unseren aktuellen Ereignissen, denn wir sind wieder an einem Punkt, wo man sagen kann, es reicht nicht, Lippenbekenntnisse abzusondern, sondern man muss wirklich zu dem humanistischen Weltbild unseres Grundgesetzes stehen und aktiv werden. Showdown ist an der Wahlurne. Man wählt das geringste Übel und nicht das Schlimmste. So, hallo Leute. Auf jeden Fall muss ich ehrlich dazu sagen, dass ich gegen die AfD bin, weil ich der Meinung bin, die ist ein Feind der Demokratie und verfassungswidrig verboten. So Leute, wir haben uns natürlich dieses Schild nicht nur ausgesucht, weil da 1933 draufsteht, sondern da steht auch Luther drauf. Und Luther selber war Antisemit, das finden wir ganz schrecklich, das passt nicht zu dem Menschenbild unseres Grundgesetzes. Aber was dabei wichtig ist, sind christliche Werte. Und wir denken dabei an die Bergpredigt. Und eine der wichtigsten Kernaussagen der Bergpredigt ist, liebe deinen Nächsten. Und der Nächste, das bedeutet unabhängig von Geschlecht, unabhängig von der Form, unabhängig von der Farbe, auch unabhängig von der Religion. Jeden, alle. Und deswegen sind die Demonstrationen am 20.01.2024 ganz, ganz wichtig, damit die Leute daran erinnert werden, an der Urne das geringste Übel und nicht das Schlimmste. Leute, es ist gut, dass wir alle zurzeit für unsere Demokratie demonstrieren, aber es darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, es darf auch nicht nur jetzt während einer bestimmten Phase sein, sondern das muss zu unserem Persönlichkeitskern gehören. Wir müssen stetig für unsere Demokratie einsetzen, unsere Demokratie leben. Und das kann auch einfach dadurch geschehen, dass wir uns redlich verhalten und regelmäßig wählen gehen. Das wollen wir auch in Zukunft so halten. Wir sehen uns in unserem Channel. Teilt das Video in euren sozialen Netzwerken.